Dinge, die ich an Zauberern hasse. Und dementsprechend, lieber Matthias, ist das hier deine Karte. Hä? Das folgende Kartenkunststück erlernte ich im Alter von 4 Jahren im Jahr 1896. Mein Großvater brachte es mir bei. Es stammt aus einem Buch aus 1672 von Edward Marlowe und in diesem Buch... Okay, okay, es ist ein normales Spiel. Ich habe verstanden. Ich verstehe das ja. Du möchtest den Zuschauern zeigen, guck mal, es sind lauter ganz normale einzelne Karten. Da sind nicht irgendwelche Fäden oder sonst was im Spiel. Okay. Dann mach doch einmal so, zeig ihm alle Karten. Wenn du noch zeigen willst, ey, ich habe fleißig geübt, dann machst du noch irgendwie so. Fertig, reicht. Du musst nicht die ganze Zeit mit dem Kartenspiel rumspielen, um den Zuschauer zu zeigen, guck mal, ich übe jeden Tag, ich kann die kontrollieren, die Karten. Das musst du nicht tun. Du wirkst viel selbstbewusster und selbstsicherer, wenn du ganz ruhig die Karten locker in einer Hand hältst und nicht die ganze Zeit mit zwei irgendwie locker in einer Hand halten, selbstsicher dastehen, mit den Zuschauern sprechen und in dem Moment, in dem es dann wichtig wird, bam, passiert die Magie. Schön. Und was ist das hier? Leute, wenn ihr noch nicht viele andere Zauberer gesehen habt, dann denkt euch jetzt vielleicht, Bruder, übertreib nicht. Ich verstehe das, aber ich habe in den letzten Jahren so viele Zauberer kennengelernt und auch live performen sehen. Wisst ihr, wie viele Zauberer das machen? Hä? Ich verstehe den Gedankengang. Okay, ich möchte zeigen, es ist genau eine Karte, nicht mehr, nicht weniger. Aber ist das der wirklich überzeugende Weg? Freunde, Magier können sich Wochen und Monate lang damit beschäftigen, wie enthülle ich richtig eine Karte, wenn sie auf dem Tisch liegt? Enthülle ich sie so zum Zuschauer? Oder natürlich sie so zu mir? Schaue ich sie mir erst noch an? Oder schaue ich mit dem Zuschauer zusammen auf die Karte? Oder mache ich es schnell? Oder mache ich es langsam und mysteriös? Glaubt mir, Magier legen da Wert drauf, ja? Wir achten darauf, wann machen wir was, um es möglichst magisch wirken zu lassen. Wir haben das im Hinterkopf. Aber ich weiß nicht, ob... War das deine Karte? Ob das der richtige Weg ist? Punkt 2. Gimmick Trailer. Wir Zauberer kaufen von anderen... Oh, wie dunkel das plötzlich wird. Für alle von euch, die es nicht wissen, wir Zauberer kaufen von anderen Zauberern Zaubertricks, um sie dann selbst als unsere Zaubertricks zu verkaufen. Klingt kompliziert, aber ihr könnt euch das im Prinzip so vorstellen. Entschuldigung, hast du den Stuff? Also ich habe hier ein paar Loops, Jäger Mesika, neueste Generation, brauchst du ein paar? Ich hätte gern 50 Stück, Mann. Person A erfindet einen neuen Zaubertrick, entwickelt davon 10.000 Stück, wirft die auf den Markt. Alle anderen Zauberer können die jetzt abkaufen und können die auf der Bühne performen, sodass wenn dann jemand aus dem Publikum fragt, ey, wie lernt man eigentlich Zauberei, dass man dann antworten kann, tja, ein guter Zauberer verrät seine Tricks eben nicht. Und um solche Zaubertricks jetzt international zu verkaufen, werden Trailer dafür gemacht. Leute, ich schwöre euch, Zaubertrick-Trailer sind krasser gemacht als jeder Marvel-Film. Michael Bay, X, Roland Emmerich, die Leinwand explodiert und Roboter kämpfen gegen Aliens Trailer. Ich gebe euch ein Beispiel, okay? Angenommen, ich würde euch diesen Ring hier verkaufen wollen. Denn mit diesem Ring kannst du Folgendes machen. Du kannst ihn auf deinen Finger stecken und dann durch deinen Finger durchziehen, okay? Der Trailer dafür sähe original so aus. Have you ever dreamt of being a superhero? Today, this dream will come true. 360 angle proof. Instant reset. Easy to prepare. Gimmick will sustain for a lifetime. No black art, mostly. No TV rights included. The Ring, available now on Murphy's Magic, or Illusionist, or Theory 11, or Penguin Magic. There's only one of those four. Let's ignore all the others. The Ring. Und wisst ihr, was man dann dafür bekommt? Einen Ring! Das war's! Der Trailer stellt dir die Frage, wolltest du nicht schon immer mal ein Superheld sein? Du kriegst am Ende einen Ring! Das war's! Ich gebe euch auch gerne ein Real-Life-Beispiel. Ich habe eine Serie, die heißt Gimmick Review. In der Infokarte da oben könnt ihr euch die ganze Playlist anschauen. Da reviewe ich Gimmicks. Oh shit, Sherlock. Ich habe eine Folge gemacht zum Gimmick Absolute Zero von SansMines. SansMines ist eine Firma, die dafür bekannt ist in der Zauberszene, solche viel zu übertriebenen Trailer zu machen, wo das Produkt am Ende nachher Schrott ist. Der Trailer verspricht dir, du hast einen Ring, den hältst du in deiner Hand und du machst so... Und plötzlich friert er einfach ein. Das sieht im Trailer so nice aus. Der Zuschauer darf selbst drauf hauchen. Das Ding friert einfach ein. Was kriegst du nachher? Das. Genau richtig. Das Ding. Und da ist Flüssigstickstoff drin. Und das kippst du dann auf den Ring des Zuschauers. Und das klingt dann ungefähr so. Okay, wir nehmen deinen Ring und jetzt schau mal ganz genau her. Schau mal. Hauch mal drauf. Really? Kauft euch das bitte nicht. Absoluter Schrott. Kommen wir zu Punkt 3. Und mit Punkt 3 mache ich mir jetzt in der Zauberszene richtig heftig Feinde.
Arroganz. Zauberer sind viel zu arrogant, was ihre Kunst angeht. Wenn ihr mir das nicht glaubt, dass Zauberer arrogant sind, dann geht mal zu einem Treffen von einem Ortszirkel des Magischen Zirkels von Deutschland und sagt einfach mal, ja, ich kann auch einen Trick. Wisst ihr, wie die reagieren? Hast du gerade Trick gesagt? Ja. Und dieser völlig unnötige Mord jetzt mit welcher Begründung? Wenn du sagst, es ist ein Trick, dann stehst du dazu, dass es nur auf Fingerfertigkeiten beruht. Es ist nur eine Illusion, ein Trick. Ich habe mich dazu entschieden, es Kunststück zu nennen. Verstehst du? Magisch. Also, ich streite das nicht ab und ja, ich bin der gleichen Meinung. Das vorweg. Es gibt definitiv einen Unterschied zwischen Trick und Kunststück. Da bin ich ganz bei euch. Ja, Trick sagt etwas anderes aus als Kunststück. Fühle ich zu 100%. Aber was mich dabei stört, ist die Arroganz dabei, dass man sich sagt, meine Magie ist mehr wert als deine Magie, denn ich bezeichne sie als Kunststück und ich mache echte Magie. Du machst nur so ein paar kleine Tricks, du machst ein bisschen so Fingerfertigkeit. So, das lernt man auf YouTube. Auf YouTube lernt man Tricks, aber aus Büchern lernt man Magie. Was, Bruder? Ich verstehe die Unterscheidung, aber du bist nicht besser, wenn du Magie machst, als ein Trickster, der Tricks macht. Wenn du es verkaufst als, das Ganze passiert in den Händen des Zuschauers ganz von selbst und es ist wahre Magie, natürlich ist das schöner, aber es ist deshalb nicht gleich besser, als wenn ein Richard Turner sagt, ey, ich übe seit 40 Jahren meinen Second Deal und das ist alles Fingerfertigkeit, aber guck mal, was ich Unmögliches hier kann. Willst du mir sagen, dass jeder drittklassige, Kunststück vorführende Magier etwas Besseres ist, als der hochklassige, technisch versierte Richard Turner, nur weil es halt bei ihm Technik ist und er es nicht als Magie verkauft? Nee. Ich bin da anderer Meinung, sorry. Da können wir auch gerne diskutieren, ja? Dafür ist die Kommentarfunktion da. Ihr müsst es nicht auf Facebook machen. Es gibt auch hier die Kommentare, die kann ich dann auch lesen. Ich bin da immer offen für Diskussion, versteht mich da nicht falsch. Ich selbst bin auch ein Fan davon, es als Magie zu präsentieren und nicht als Trick. Nichtsdestotrotz bin ich deswegen nicht besser als jemand, der einen Trick vorführt. Das eine ist nicht besser als das andere und es wäre arrogant zu behaupten, dass es das wäre. Du findest es vielleicht mit deiner subjektiven Meinung besser, aber es ist nicht faktisch besser. Punkt. Und da habe ich gerade indirekt auch schon einen Punkt angesprochen, der mich extrem aufregt. Den besprechen wir aber im nächsten Part. Sonst wird das alles heute viel zu lang. Ich würde sagen, dann sehen wir uns nächste Woche dafür wieder. Lasst gerne ein Abo auf diesem Kanal da, damit ihr es nicht verpasst. Und jetzt habt einen schönen Tag. Ciao. Achso, fast vergessen. Was regt dich denn so an Zauberern auf? Schreib es mir in die Kommentare. Okay. Warum hält das nicht? Achso, weil das eine offene Tasche ist. Moin. Ring available now.